Willkommen zurück zu Let's Play Syndicate. Wir machen einfach mal auf Kampagne fortsetzen, denn beim letzten Mal ist was Dummes passiert, und zwar ist die Echse abgestürzt. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, wir werden sowieso gleich da gespawnt. Irgendwas wollte ich beim letzten Mal noch machen. Aber fällt nicht mehr ein, was. Ah, genau, wir könnten noch die. Die Kuh, die Display-Sicht einsetzen. Jawohl, wie epic ist das denn? Alles klar, wir werden genau hier wieder reingesetzt. Ja, stimmt halt nicht, ne? Ah! Nein! Fuck! Ja, es ruckelt ein bisschen. Weil ich habe gerade, oh Gott, Photoshop 50.000 Google Chrome Tabs offen. Und da ist eine Auslastung von 3 GB nicht gerade so gut, wenn ich aufnehme. Was auch nicht gut ist, dass bei mir der Sound ein bisschen leise ist. So, Problem behoben. Außerdem lade ich gerade hoch. Ah, nicht so gut. Okay, da bist du, ne? Da bist du. Oh! Ja, das war nicht so geplant. Ja, okay, wie schnell regeneriert sich eigentlich hier seine. Fuck, das geht nicht. Na, klasse. Wir müssen alles in einem bestimmten Zeitraum töten. Oh. Toll! Klasse! Ja, wie machen wir das? Hallo, hat er hier keine Waffe, die ich irgendwie brauche? Ah, klasse. Alles klar. Boah, nein! Wow. Nein! Damn it! So knapp war das, so knapp. Okay, also wir haben jetzt schon mal einen Weg, wie wir ihn töten werden. Kleine Info an alle, nach diesem Projekt, weil das wird auch nicht allzu lange gehen, ich habe nämlich gestern mal recherchiert, wie viele Levels das eigentlich hat. Ja. Und das wird auch nicht allzu lange gehen danach. Werde ich zwischen zwei Projekten auswählen, die starten werden. Also, im Prinzip habt ihr dann die Wahl zwischen zwei Projekten. Das eine wäre Resident Evil 4 und das andere wäre Bioshock. Je nachdem, welches ihr zuerst sehen wollt. Ja, das wird es dementsprechend dann auch geben. Hä, wo ist der hin? Boah, fuck! Moment. Ich habe eine Theorie. Meine Theorie bestätigt sich scheinbar. Fuck! Das gibt's doch nicht.
Nein! Das kann jetzt nicht wahr sein. Ah, jawohl. Bam, Biatch. Scheiße. Nein, nein. Oh, nee, ey, so knapp. Also. Ja, Theorie hat sich trotzdem bestätigt. Wir, sobald wir ihm Schaden von diesem weißen Balken abziehen, also sobald er verwundbar wird, er regeneriert sich sein Schild nicht mehr. Das ist ziemlich cool. Ja, Alter, fick dich doch. Nein! Verdammt! Ich bekomm's nicht gebacken. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, sobald ich den gelegt habe. Bam! Gelegt! Haha, like a boss! Ja. Mir gefällt die Tatsache, dass ich ohne Aufnahme 200 bis 300 FPS habe und mit halt nur 60. Achso. Ach komm. Weil es einfach ein hohes Kaliber ist. Alles klar, verwenden. So geht das. Wir sind in ihrem Funkkilo. Die Rapinia ist gleich startbereit. Oh, ich hab links. Wow. Oh, falsch hast du gedrückt. Ich habe links auf meinem zweiten Bildschirm. Oh fuck. Das wollte ich nicht. Scheiße, ich habe einen Zivilisten getötet. Nein! Fuck, ich stempel gerade die ganze Zeit nur. Ja, ich habe links auf meinem zweiten Bildschirm die Upload-Leiste offen. Und mir gefällt nicht, dass der Upload gerade zwar bei 100% steht, aber weil das ist bei YouTube bei mir immer so, er noch nicht verarbeitet wurde. Normalerweise sollte sowas ja während dem Upload passieren. Aber da YouTube mich nicht mag, passiert das bei mir nie während dem Upload. Das pisst mich gerade voll an. Denn normalerweise upload ich 20 Minuten für. Toll, musste er mir so mit reinspringen. Gerade im Video nicht gehört, das ist so für unsere Nachbarn. Den sperren sie gerne mal aus. Was zur. Lol, was war das denn gerade? Ah, ich sehe gerade Verarbeitung 97%. Verarbeitung wird abgeschlossen, das gefällt mir. Sind noch irgendwelche. Nein, das waren alle, wunderbar. Nein! Fuck! Das Teil hat mich über. Ach, das Teil mich angeflogen? Na, warte. Kontrolliere Streckenparameter. Süd-Süd-Ost, Meeresrichtung steigend. Durchhalten. Okay. Also, man merkt schon, ich muss sagen, hinter. Syndicate steckt keine allzu große Story. Naja, da steckt mehr Geballer hinter. Das heißt, dass es nach dem Projekt auf jeden Fall mal was Storymäßiges geben muss. Sonst wird das ja auch langweilig mit stupidem Geballere. Cayman Clover. Komm, enter! Oh, wo sind wir? Empfange Kommunikation. Bei jener Verkehrszentrale, hier Piranha 2. Erbitten Landeerlaubnis. Over. Hier Zentrale, verstanden. Oh, das sieht nett aus. Verstanden, Zentrale wird gemacht. Piranha 2 aus. Ja, wir haben uns halt da dran gehangen. Das ist ja auch überhaupt nicht schwer, da irgendwie der Auslastung aus der Auslastung standzuhalten.
Die sehe ich aber auch gar nicht. Schwimmende Stadt. Zum Aussteigen. Suche optimale Zugangspunkte. Ah, okay. Verwende die, um Rapina zu verlassen. Dies ist eine Hochsicherheitszone. Schlage Rapina Umlenkung für optimalen Angriff vor. Ah, scheiße. Oh! Alter! Aber sonst geht's noch. Mal kurz ins Auge gestochen. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. So, was hätten wir denn hier? Notwiederbelebung. Aktiviert ein Medizin-Not-Subsystem, das sich. Jawohl! Das wollte ich doch schon. Die ganze Zeit haben. So. Mal schauen, wo müssen wir denn. Achso, ups, vergessen. Suche. Analysiere. Nachrichtenanalyse abgeschlossen. Aufzeichnung wird abgespielt. Hier Zentrale. Wir haben Probleme mit der Freigabesoftware. Umlenkung zu Landestation Starboard 9. Over. Verstanden, Zentrale. Sind unterwegs. Piranha 2 out. Suche Datentarnung. Datentarnung abgeschlossen. Wir gehören dazu. So muss es sein. Na, geht doch. Alles verschlossen außer das hier. Verdammt. Ah, wir können nur da lang. Empfange Kommunikation. Piranha 2, hier Executive Command. Mögliche Sicherheitsleck auf Landestation Starboard 3. Sofort Umlenkung zur Hochsicherheitslandestation Starboard 18. Verstanden. Hier Piranha 2, klar verstanden.